Es war nur eine Kugel. Jetzt geh mal durch, geh mal durch. Geh durch. Oh! Das schießt ja auf den Hals. Da blutet er. Video reinhalten, ne? Ja, immer diese. Die Klicks ernten. Das ist meine, ihr Kacklappen. Hey Leute, Geonox hier. Willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind der CQB Hallen Lauterbach. Spielmodus ist Team Deathmatch, aber es geht weniger um den Spielmodus, sondern um diese Shotgun. Also nicht um diese Shotgun an sich, sondern um Shotguns im Allgemeinen. Mein Airsoft-Buddy Highlander, Link unten in der Infobox, hat mir angeboten, seine Shotgun auszuprobieren. Ich überlege seit einer Woche, mir eine Shotgun zu holen. Theoretisch müsste eine Shotgun noch perfekt sein für CQB. Ich rede von Tri-Shot Pumpguns. Das sind Shotguns mit drei Läufen. Das bedeutet, bei jedem Schuss kommen drei Kugeln raus. Der große Vorteil, wenn die eine Bibi nicht trifft, sind dann noch zwei weitere Bibis, die treffen könnten. Genau das Richtige für ein Chili-Bad wie mich. Ein weiterer Vorteil, dadurch, dass das Ganze durch Federdruck betrieben wird, brauche ich keinen weiteren Akku. Ihr sollt mal das Wohnzimmer am Abend vor einem Spieltag sehen. Überall Stromkabel, USB-Kabel, Mehrfachstecker und Ladegeräte. Das liegt daran, dass ich nicht nur den Akku für die Pistole brauche, sondern den Akku für die M4, den Akku für die Helmcam, den Akku für die Selfiecam und den Akku für die Scopecam. Ich lade mein Handy und ich lade die Akkus für den Tracer. Auf einen weiteren Akku, der geladen werden muss, kann ich gut verzichten. Noch ein Vorteil, ich habe mich mal im Netz umgeschaut. Und anscheinend sind Shotguns im Vergleich zu anderen Gewehren relativ günstig. Ich habe eine Pumpgun gefunden, die mir gefällt. Preis 120 Euro. Und da brauche ich keinen Akku und kein Ladegerät zu kaufen. Im Vergleich, meine Ares Amoeba hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hat 220 Euro gekostet. Akku und Ladegerät muss man dann noch separat kaufen. Aber ich habe euch ja gesagt, man sollte so viele Waffen wie möglich ausprobieren. Und wie kann ich wissen, ob mir eine Pumpgun Spaß macht, wenn ich es noch nie versucht habe? Ich mag das Aussehen. Das ist natürlich Geschmackssache. Und mein Geschmack trifft es. Ich liebe auch das Repetieren. Es gibt dem Spielspaß nochmal den besonderen Kick. Aber das Repetieren geht auf die Arme. Ich kann mir vorstellen, dass das im Laufe eines gesamten Spieltages schon etwas anstrengend werden kann. Hier, meiner Meinung nach, der Nachteil an Shotguns. Einmal passt in so eine Shotgun-Shell nur 30 Schuss. Wenn bei einem Schuss drei Bibis rauskommen, bedeutet das, dass man nur 10 Mal schießen kann. Das ist sehr wenig. Und für einen ungeübten Tollpatsch wie mich sieht das Nachladen so aus. Oh je, jetzt kommt's. Wie geht das? Hier auf? Oh je, voll der Noob am Start. Halbe Stunde später. Ein weiterer Nachteil für mich persönlich ist, ich habe noch keine einfache Möglichkeit gefunden, einen Tracer anzubringen. An meiner Glock habe ich vorne eine Tracer-Unit dran, die sieht aus wie ein Schalldämpfer. Leider hat die Shotgun vorne kein Gewinde, wo ich den Tracer draufschrauben könnte. Aber selbst wenn, die Shotgun hat drei Läufe. Das würde so oder so nicht passen. Bei meiner M4 habe ich den Tracer in der Hop-Up-Unit. Ich selbst könnte das nie einbauen und ich kenne leider auch niemanden, der Erfahrung hat mit dem Einbau von Tracer-Units in Shotguns. Also nochmal zusammengefasst. Was sind die Vorteile einer Shotgun? Vorteile sind, man hat drei Schuss, dadurch hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man den Gegner trifft. Man braucht keinen Akku, alles funktioniert über pure Muskelkraft. Shotguns sind relativ günstig im Vergleich zu anderen Gewehren. Und mir persönlich macht das Repetieren sehr viel Spaß. Die zwei Nachteile sind, in eine Shell passen nur 30 Bibis. Und wenn drei Bibis rauskommen, hat man nur 10 Schuss. Und ich weiß nicht, wie man einen Tracer dran bekommt. Das bedeutet, ich sehe im Dunkeln nicht, wo die Bibis hinfliegen. Und mein Fazit nach einem Spiel mit einer Shotgun? Ich werde mir sehr wahrscheinlich eine Shotgun holen. Und die Shotgun wird auf jeden Fall keine Waffe, die ich einen gesamten Spieltag spiele. Aber ich werde an einem Spieltag bestimmt 2-3 Spiele damit spielen. Es werden bestimmt keine Spiele, wo ich die meisten Abschüsse mache. Aber ich werde auf jeden Fall Spaß haben. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wie immer, Happy Gaming!